Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria. In Ewigkeit. Amen. Die Mission Jesu, warum er in diese Welt gekommen ist, wir haben es gestern schon gehört, das ist, um uns den Vater zu offenbaren, um die Menschen zu retten von allem Möglichen, von allen möglichen Lügen, die man uns erzählt hat, die Lügen, die wir dann auch aufgenommen haben, verinnerlicht haben und gesagt haben, ja, das ist schlimm und so weiter, Gott hat mich vergessen, den anderen geht's besser, ich bin nicht gut genug, was auch immer. Meine Eltern, Großeltern, kann alles stimmen, ja? Ich hatte auch eine Lebenslüge, mit der ich lange gelebt habe. Eigentlich hört sich das nicht so schlecht an. Wenn irgendetwas passiert ist, was so schon ein bisschen negativ war, was mich ein bisschen angegriffen hat, dann habe ich gesagt, ich kann damit leben. Ja? Wo sind alle diejenigen, die sagen, ich kann damit leben? Da sind schon einige, ja, ich kann damit leben. Aber es ist eine Lüge. Bis jemand mir die Augen geöffnet hat, kannst du wirklich damit leben? Und dann habe ich gemerkt, nein, ich kann in der Tiefe nicht damit leben, aber ich habe mir so etwas wie eine Mauer oder so ein dickes Fell angelegt, sagen wir so, um dann nicht mehr verletzt zu werden. Dann bin ich so ausgewichen und so weiter. Ich war nicht bösartig, kann ich nicht sagen, aber ich bin ausgewichen. Und trotzdem hat es in der Tiefe, hat manches geschmerzt. Ich habe es nur einfach nur unterdrückt, unter den berühmten Teppich gekehrt. Und der Teppich war bald nicht ein Zentimeter höher, der war ein Meter höher über dem Boden. Ja? Wie soll man darüber kommen? Wie soll man damit leben? Kann man überhaupt nicht damit leben? Ja? Mit so einem Teppich, das war schon fast ein fliegender Teppich. Ein lügender fliegender Teppich. Ja? Okay. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, Gott ist ein Vater. Und Gott ist ein lebender Vater. Und es gibt jemand, der will das total zerstören. Er mag überhaupt nicht, dass es Vaterschaft gibt. Denkt einmal an unsere Zeit. Denkt einmal an unsere Zeit, wie steril unsere Zeit wird. Ja, habe ich schon mal darüber nachgedacht. Jetzt wird es brenzlig, wenn ich das jetzt sage. Wie viel wird sich um Verantwortung gedrückt? Wie viel Spaß will man haben, Spaßgesellschaft, aber keine Verantwortung tragen? Und besonders in Sexualität, man will Spaß haben, aber Verantwortung, Vater werden, Mutter werden, Verantwortung nehmen, wer will das schon? Versteht ihr? Also, man will Spaß haben und wir sind eine Gesellschaft, der Papst Johannes Paul II. Hat gesagt, eine Gesellschaft, die vom Tod geprägt ist, er hat nicht Todesgeist gesagt, aber so eine Gesellschaft, die steril ist, die kalt geworden ist. Und dann gehen wir hin und dann machen wir den Leuten, das war am Anfang, als ich Priester war, hat man mir gesagt, ja, da geht der Papst hin nach Afrika und dann redet er und der sollte denen die lehren, wie man Verhütungsmittel nimmt und so weiter. Das hat man mir immer wieder gesagt. Da war ich immer noch ein bisschen schlecht dran, aber inzwischen, wenn wir mal richtig hinschauen, das sind glückliche Familien, viele sind wirklich glücklich. Wir haben Geld in der Tasche, wir haben Lebensversicherung, wisst ihr, was die Lebensversicherung für die Menschen in Afrika ist, was die Altersrente ist, das sind die Kinder, das sind Menschen, da ist Wärme, da ist Leben, wollen wir das überhaupt hören? Ich weiß, man kann mich jetzt abschießen mit dem, was ich jetzt gesagt habe. Dann wird irgendjemand intelligenter kommen, und ich bin nicht so intelligent, wird mir dann Statistiken, und dann werde ich auch da stehen, ja, Statistiken. Aber nein, Gott will leben. Gott ist ein Vater. Schaut, wie ist unsere Gesellschaft steril geworden. Hemmungslos im Spaß, aber keine Verantwortung. Sie ist eine Gesellschaft, die schon gegen das Leben rebelliert. Schaut euch mal an, was jetzt in den letzten Jahren auf einmal, wie soll ich sagen, worüber man so redet. Und das ist ganz normal geworden. Und die Leute fühlen sich immer attackiert, wenn man nur ein bisschen was sagt über gleichgeschlechtliche Beziehungen.
Jetzt werde ich bald abgeschossen. Hier stehe ich. Wer möchte zuerst schießen? Das ist steril. Als Abbild Gottes hat Gott uns geschaffen, als Mann und Frau, um Leben zu schenken. Ich verurteile niemand, das steht mir nicht zu, das ist nicht meine Aufgabe und darum geht es auch nicht. Aber Gott will, dass wir zur Schöpfungsordnung zurückkommen, dass wir in die Ordnung kommen, die uns wirklich glücklich macht, dass wir, ja, dass wir Wärme erleben, richtige Menschlichkeit und nicht nur Spaß. Und nicht so irgendetwas, wo wir uns dauernd entschuldigen oder verstecken müssen. Auf einmal, ja, muss jeder, ja, jeder muss herauskommen. Stellt euch vor, jetzt müsste jeder sagen, öffentlich bekennen, ich weiß nicht, ob ihr Druck da verspürt, ich bin so sexuell oder ich bin so sexuell oder so. Ich gebrauche jetzt bewusst keinen Namen. Versteht ihr? Aber was steckt da dahinter? Steckt da der Wunsch nach Leben dahinter oder nach welchem Leben? Ja, Gott will, dass unser Leben fruchtbar ist, dass unser Leben Frucht bringt. Und wir wissen, wie sehr diese Ehepaare leiden, die kinderlos sind und den Wunsch nach Kindern haben. Wir wissen es. Und was für ein Schmerz ist. Versteht ihr? Und bei denen spürt man diesen tiefen Wunsch nach Leben zu schenken, mit Gott schöpferisch tätig zu sein. Das ist der Mensch berufen. Gott ist Schöpfer. Und der Mensch als Mann und Frau und als Abbild Gottes ist berufen, schöpferisch tätig zu sein und Leben zu empfangen, Leben zu geben. Das ist Vaterschaft. Mutterschaft, so etwas Großes, so etwas enorm, ja, Unglaubliches. Und wie viele Eltern haben mir gesagt, oh, dann haben wir dieses kleine Ding in den Armen gehalten. Wollten sagen, das Baby, ja? Dieses kleine Ding in den Armen gehalten. Oh, alles ist dran, Arme, Füße, Beine, Augen, alles ist dran. Und selbst die, es gibt auch viele, die gesagt haben, ja, unser Kind hat jetzt diese Diagnose oder jene Diagnose. Viele haben diese Kinder deswegen nicht weniger, sondern noch mehr geliebt. Noch mehr geliebt. Ich kenne ein Ehepaar, die wären auch liebend gern Eltern. Jetzt sind sie anders Eltern geworden. Sie haben adoptiert, kenne ich mehrere von denen. Aber diese Kinder sind glücklich. Die Eltern sind glücklich. Sie dürfen ihre Vaterschaft, ihre Mutterschaft jetzt lieben. Leben. Und sie erfahren Liebe. Nicht nur geben sie Liebe, aber von diesen kleinen Wesen kommt so vieles zurück. Boah, das ist unwahrscheinlich. Ich durfte eines von diesen Kindern, die adoptiert wurden, waren wir in Medjugorje, durfte ich auf den Erscheinungsberg tragen. Huckepack. Das war für mich auch ein Erlebnis. Das war so schön. So habe ich auch ein bisschen Vaterschaft erlebt. Was das heißt, jemanden tragen. Der kleine Dübelmann ist da eingenickt geschlafen, war noch früh morgens. Aber schön, versteht ihr? Also, das hat mir Freude gemacht. Und wisst ihr, wenn wir Zölibat leben, dann ist das eine Berufung, die Gott schenkt, und es ist keine Bestrafung. Auch Zölibat ist fruchtbar. Fruchtbar für euch. Ja? Dass wir als Priester oder als im Orden, Ordensfrauen, dass wir geistlich fruchtbar sind für euch und euch zeigen, wie groß Gott ist. Und ihr werdet geheiligt durch das Zölibat. Ihr bekommt die Sakramente, ihr bekommt Gebet, ihr bekommt Fürsprache, ich auch, bekomme das auch von anderen wieder. Und ihr bereichert uns durch euer Zeugnis, dass ihr wirklich den Glauben lebt und dass ihr dann Jesus auch annehmt. Man darf nicht sagen, ein Priester ist besser als ein verheirateter Mann oder eine Ordensfrau ist besser als eine verheiratete Frau. Man darf und kann es nicht vergleichen. Beide sind komplementär. Und so wie es in der Ehe Vater und Mutterschaft gibt, so gibt es auch im geistlichen Leben Vater und Mutterschaft. In Französisch sagt man zu uns Priestern, mon père, mon père. Die im englischsprachigen Raum sagen die, Father. Ja? Oh,
das ist schon etwas Schönes, wenn das so aus dem Herzen kommt. In Deutschland sagt man Herr Pfarrer. Oder je nach Gegend, katholische Gegend, Herr Pastor. Ja, okay. Luxemburg ist es Pastor. Das ist das Pastor. Aber mon père, Pfarrer, also das berührt schon mein Herz. Ich darf das so sagen. Und ich spüre, das ist nicht nur ein Titel. Das ist wirklich mehr. Oh, das ist wunderbar. Also noch einmal, es geht nicht um Verurteilung. Und wenn wir, ich habe das mal gehört von einem französischen Priester, ich darf ihn auch zitieren, Daniel Ange, der vor Jahren, ich war noch nicht Priester, glaube ich, hat gesagt, und wir, die wir Zölibat leben, die wir auch bewusst auf Ehe verzichten, wir sind dann auch solidarisch mit denen, die nicht heiraten können. Was aus irgendeinem Grund, physischen, psychologischen oder welchem Grund, nicht geht. Denn Jesus sagt, in Matthäus, ich glaube, ist Kapitel 11, da sagt er, manche sind von Geburt aus unfähig zu heiraten, manche wurden von den Menschen dazu gemacht, denkt an die Kastraten, an den königlichen Höfen, an Fürstenhöfen, die dann die Frauen bewacht haben, ja, und andere um des Reiches Gottes willen. Und dann sagt Jesus, dieser Satz hilft mir in letzter Zeit so viel, wer es fassen kann, der fasse es. Und Jesus war bewusst, dass nicht jeder es verstehen kann. Und Jesus war auch bewusst, dass nicht jeder andere Dinge verstehen kann. Viele haben auch vielleicht nicht verstanden, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Wer es fassen kann, der fasse es. Jesus sagt nicht, Vogel friss oder stirb, das sagt er nicht. Wer es fassen kann. Und ihr habt das selbst bei euch gemerkt in eurem persönlichen, geistlichen Leben. Es ist fast so wie in Phasen. Und dann kommt man in eine Phase, wo man auf einmal, dann versteht man Dinge, die man vorher nicht verstanden hat. Aber ich darf euch sagen, ich wiederhole mich jetzt, umso mehr wir Wort Gottes hören, umso leichter, umso schneller verstehen wir Sachverhalte und auch, ja, das Leben, verstehen wir das wirkliche Leben besser, weil wir dann anfangen, von Gott her zu denken und nicht von den Menschen her zu denken. Wenn wir von den Menschen her anfangen zu denken, dann schreit man Toleranz, Toleranz. Und Toleranz heißt dann, alles ist erlaubt. Versteht ihr? Oh, ich habe gebetet, also in letzter Zeit immer wieder und so weiter. Und auf einmal ist mir gekommen, dann habe ich ein Bild gehabt. Und da habe ich eine rostige Sense gesehen. Wisst ihr noch, wofür die Sense steht? Die Älteren wissen es noch. Ja? Für den Gevattertod, so hat es in den Märchen geheißen. Der Gevattertod, ja. Okay, ich habe auch Märchen gelesen. Und ich glaube, dieser Geist des Todes, der ist in unserer Gesellschaft auf vielen Ebenen so dominant, wo viele sich einfach wegschießen, schon im Kindesalter, im Jugendalter und auch im Erwachsenenalter, der ist so dominant, dass man auf einmal sagt, ist ja egal, wie ich lebe. Also habe ich Erlaubnis. Weil man so von Angst und von diesem Virus Tod und Hoffnungslosigkeit infiziert ist und weil wir von uns her denken. Und wenn wir ehrlich sind, wie viel Wünsche kann denn ein Mensch erfüllen? Weniger als die gute Fee. Wie viel waren es bei der? 3, glaube ich, in den Märchen, ja? 3 Wünsche frei. War so, ja? Und wenn dann der Prinz, wenn alle Wünsche ausgereift waren, dann wurde der Prinz wieder zu, oder die Prinzessin wieder zum Frosch, oder wie war das damals, ja. Und dann sind wir wieder hässlich und wir sind da. Wir Menschen sind begrenzt und das müssen und dürfen wir anerkennen. Wenn wir das in Demut anerkennen, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt zur Umkehr und ein richtiger Schritt zur Hinkehr, wo wir wieder anerkennen, wer Gott ist, dass Gott Gott ist, dass Gott ein Vater ist, dass er ein Gott des Lebens schenkt. Er wird niemanden verurteilen, auch niemanden, der sich in irgendwelche Richtung, ich sage das auch klar und deutlich, verirrt haben mag. Und wenn er sich über Jahre hin verirrt haben mag, für dich ist es nicht zu spät, für Gott ist es nicht zu spät. Gott wäre nicht Gott, wenn er dich nicht auch noch da greifen, berühren, fassen könnte. Ist das nicht gute Nachricht? Amen. Jesus hat gesagt, ich glaube, das ist auch Johannes 5, 5. Kapitel, ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen. Ich bin gekommen, um zu retten. Ja, bitteschön.
Bist du Kandidat? Brauchst du vielleicht Hilfe oder sagst du, nein, oh, alles gut, alles gut. Ich will so weiterleben. Natürlich. Viele wollen so weiterleben, wie es bisher war und ja, bis nach Ewigkeit. Hoffentlich nicht, Amen. Versteht ihr? Es geht um Seelen. Es geht um Seelen. Wir sind in Gott erschaffen. Wir sind durch ihn erschaffen. Wir haben eine große Berufung. Jeder hat eine große Berufung. Verheiratet oder nicht verheiratet, berufen als Priester, als Ordensfrau oder nicht, oder wie man dann heute sagt, Single. Eigentlich ist das ein dummes Wort. Kommt mir jetzt gerade. Eigentlich ein dummes Wort. Was heißt Single? Ja, du bist einsam. Du hast keinen. Du hast keine. Dich liebt niemand. Du bist nicht wichtig. Du hast keine. Versteht ihr? Was ist alles in diesem Wort enthalten? An Gift, an der Niedrigung. Respektlosigkeit, wo man sich gegenseitig oder sich selbst sogar die Würde abspricht. Was ist das? Wo ich das Wort Single zum ersten Mal gehört habe, dann war es eine Schallplatte, wo nur ein Lied darauf war. Aber stell dir vor, bist du eine Schallplatte, da gibt es nur ein Lied, du bist langweilig, immer das Gleiche. Nein, du bist keine Single. Du bist auch nicht mal ein CD. Du hast auch nicht nur ein Terabyte. Du hast ewige Byte, Ewigkeit. Amen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich war nicht vorbereitet, das jetzt zu sagen. Aber ich glaube, es kann Türen wieder öffnen, wo wieder Luft reinkommt, wo wieder der Heilige Geist hereinkommt. Und heute Nachmittag werden wir um den Heiligen Geist beten. Den haben wir alle nötig. Und wir Priester an erster Stelle haben ihn nötig. Wir brauchen ihn. Was sind wir ohne den Heiligen Geist? Was sind wir ohne den Atem Gottes? Sind wir null? Gott hauchte dem Menschen den Atem ein, dem Adam, aus dem Boden gezogen. Und was war der größte Wunsch Jesu? Er hat den Jüngern so viel darüber gesprochen. Lest Lukas Evangelium. Und wenn ihr mal ein richtiges Bibelstudium machen möchte, ohne einen Lehrer, einfach nur persönliches Bibelstudium, nehmt Lukas Evangelium. Und dann unterstreicht ihr alle Stellen, wo es um Heiligen Geist geht. Habt ihr ein persönliches Bibelstudium. Und ihr werdet staunen, wie oft Jesus darüber spricht. Und ich wünsche, dass ich bin gekommen, ein Feuer auf diese Erde zu werfen. Und wie sehr wünsche ich, dass es schon brennt. Und er meint nicht ein Atomfeuer. Er meint das Feuer des Heiligen Geistes. Auch nicht irgendein esoterisches Feuer, wo jeder dann die gleichen Tabletten und ich weiß nicht was alles dann reinstoppt. Nein, Feuer des Heiligen Geistes. Das dafür ist Jesus gekommen. Was tut er als erstes, als er nach der Auferstehung zu seinen Jüngern kommt? Shalom, und dann er hauchte sie an. Empfangt den Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist. Erneuert euer Denken, sagt Paulus. Oh, da wäre jetzt so vieles zu sagen. Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, der Heilige Geist. Weil ich weiß, dass wir ihn so nötig brauchen. Weil ich weiß, dass er kommt. Er will eingeladen werden. Er wird sich nie etwas zwingen. Er wird dich nie zu irgendetwas zwingen. Gott wird dich nie zu etwas zwingen. Und das ist das beste Zeichen, dass du mit Gott unterwegs bist, wenn da kein Zwang ist. Schaut bei einer Hochzeit. Im luxemburgischen Ritus, ich denke, in Deutschland ist das ähnlich, dann fragt man die Eheleute schon beim Brautexamen, noch vor der kirchlichen Trauung, also in der Kirche, fragt man, tu dir das jetzt frei und ohne Zwang? Das ist die Voraussetzung zu diesem Sakrament und zu jedem Sakrament, frei und ohne Zwang. Niemand darf dich drängen, niemand darf dich zwingen zur Taufe, zur Ehe, zur Beichte, zur Erstkommunion. Das darf niemand tun. Frei und ohne Zwang. Die Freiheit ist das höchste Gut, das Gott, der Vater, uns geschenkt hat. Darin sind wir auch sein Abbild. Gott ist frei. Und in Freiheit hat uns erschaffen. Und in Freiheit dürfen wir ihn lieben. Schaut, was wäre das für eine Liebe, wenn ich dann zu jemand sagen würde, also ich sag jetzt mal ein schönes Mädel, ich habe auch schöne Mädel gesehen, als ich dann noch jünger war, so, wo ich gesagt habe, wow, die eine Ausstrahlung, schönes Gesicht und so weiter. Und ja, aber schaut euch jetzt mal an,
Schau dich mal. Jetzt würde ich dann zu einem Mädel sagen mit der Pistole, du musst mich heiraten oder... Das ist keine Liebe, das ist Zwang. Sie würden dann vielleicht aus Angst sagen, ja, dann habe ich jetzt besser Ja zu sagen, auch wenn das ein schreckliches Leiden wird, bis der Tod uns scheidet. Ja, ja, aber aus Angst. Ich habe es jetzt übertrieben. Aber ihr versteht, in Freiheit. Oh, Jesus, wisst ihr, warum er getötet wurde? Er wurde getötet, das steht auch im Johannesevangelium. Sie suchten ihn noch mehr zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleich machte. Gott hat einen Sohn. Gott ist Vater. Und das ging überhaupt nicht. Ich Schma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echa, höre Israel, es gibt nur einen Gott. Gott ist einer. Das war ein festes Dogma. Wir dürfen die Juden jetzt nicht verurteilen. Sie waren schon fest in ihrem Glauben, aber sie hatten Probleme, sich für die Offenbarung zu öffnen. Und wenn wir jetzt unsere persönliche Geschichte schauen, schauen wir jetzt nicht einmal auf die Kirchengeschichte hier in unseren deutschsprachigen Ländern, wo auch vieles auf der Bremse steht und auf Toleranz, die Zeichen auf Toleranz stehen, ja? Und dann die Afrikaner uns auf einmal sagen, hört mal, was denkt ihr überhaupt? Was erzählt ihr? Und die afrikanischen Bischöfe dann auf einmal uns bremsen, ja? Wie viel sind wir bereit, bin ich bereit für Offenbarung? Dass Gott sich mir nähert. Beim Dornbusch, da stand Mose da, und er wollte sich dem Dornbusch nähern. Ja, ihr kennt diese Bibelstelle. Dann sagt Gott, zieh deine Schuhe aus, deine Sandale aus. Hier ist heiliger Boden. Und dann zieht er seine Sandalen aus. Und er wird demütig. Er, der ein stolzer Mann war, am Hof des, wurde von Gott gerettet, als Baby schon, dann am Hof des Pharaos. Hat er jemanden erschlagen, musste flüchten. Und jetzt kommt er wirklich auf den Boden. Jetzt kommt es zu wahren Gottesbegegnung. Ich weiß nicht, wie alt er war, aber über 80, glaube ich, am Berg Sinai. Und dann spricht Gott durch den Dornbusch, durch das Feuer zu ihm. Und wisst ihr, viele Heiligen haben gesagt, Maria ist dieser Dornbusch. Viele gesagt. Und Gott spricht auch durch Maria. Sie trägt Gott selbst. Tu portes celui qui porte tout. Du trägst den, der alles trägt. So wird in der orthodoxen Kirche von Maria gesprochen und gesungen. Sehr schön. Also, und Gott spricht auch durch den Dornbusch, den Maria ist, spricht er zu uns. Und so kommt Mose langsam, kommt er mal runter. Wir sagen runterkommen, ja, okay. Aber er kommt jetzt in die wahre, in die tiefste Dimension. Und diese tiefe Dimension, diese Offenbarung Gottes, ist zuerst einmal ein Geheimnis. Da gibt es Gott. Er ist wirklich da. Seine Gedanken sind über, meine Gedanken sind über euren Gedanken. Und meine Wege sind über euren Wegen, sagt Gott zum Propheten Jesaja. So hat jeder, also von den in der Heiligen Schrift, auch Petrus. Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Reicher Fischfang. Für Jesus war das ein Klacks, der reiche Fischfang. Es ging ihm um mehr. Jesaja im Tempel, dann sagt er, Herr, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. In einem Volk mit unreinen Lippen. Sind wir besser? Sind wir besser? Bist du besser? Aha, auch unreine Lippen und der Mensch mit unreinen Lippen. Oh Herr, wir brauchen noch so viel Reinigung. Herr, bewahre uns davor zu urteilen. Aber Herr, schenk uns die Gnade, uns dir zu nähern, auch im Geheimnis zu nähern, so wie gestern vor dem Allerheiligsten dir zu nähern, uns von dir anschauen zu lassen, berühren zu lassen, damit du uns wirklich in der Tiefe heilen kannst, damit wir die richtige Haltung vor dir haben. Nicht in Hochmut, in Übermut, in Stolz, Eifersucht und Neid geraten, dass wir in der richtigen Haltung vor dir sind.
O Herr, und wenn wir nicht alles verstehen, oh, beim Geheimnis muss man nicht alles verstehen, aber das Geheimnis dürfen wir lieben. Und Jesus, wenn du manchmal geheimnisvoll für uns bist, der Vater vielleicht weit weg ist, noch geheimnisvoll, aber ich darf dich jetzt schon lieben und voller froher Erwartung sein, dass du dich mir, dass du dich uns mehr und mehr offenbarst. Das darf unser Gebet sein, versteht ihr? Ich verstehe nicht alles. Ihr meint vielleicht, ja, oh, viel Erfahrung. Oh, ich habe einige Erfahrungen, das stimmt. Aber ich verstehe längst nicht alles. Ich entdecke immer mehr, zum Beispiel bei der Heiligen Messe, die Heilige Eucharistie. Das ist für mich nicht ein Buch mit 7 Siegeln, aber es gibt immer noch was, was ich entdecke. Und wo Gott sich offenbart, und das ist wunderbar. Dann kann ich mich freuen, dann darf ich ein Kind sein, wie ein kleines Kind. Ich darf lernen. Ich bin nicht gerne zur Schule gegangen, das darf ich auch offen sagen. Ich war nachher froh, als endlich auch die Universität, als das vorbei war. Ich wollte endlich dann im Beruf sein, als Priester sein. Und jetzt bin ich wieder in der Schule. Und ich freue mich, dass ich in der Schule Gottes bin und noch so vieles hinzulernen kann. Man hat die Gerichtsdiener, ich will vorher noch was anderes sagen. Also, das war der Hammer, dass Jesus Gott als einen Vater geoffenbart hat. Und gestern haben wir gehört, die Kleinen, die Unmündigen, die haben ihn verstanden. Und ich bin überzeugt, dass dieser Kleine, dieser Unmündige in jedem von uns steckt. Auch in allen Personen, die sich jetzt vielleicht von Anfang diesem Vortrag ein bisschen negativ betroffen gefühlt haben, in dir steckt auch noch der Unmündige. In dir steckt auch noch der, der weiß, was richtig ist. In dir steckt auch noch der, der Hunger und Durst hat, wieder ein Kind zu sein, sich fallen lassen zu können, sich in die Arme nehmen lassen zu dürfen. In dir steckt er noch, in jedem von uns, in mir auch. Da steckt er noch. Und Gott lässt es zu, dass wir irgendwo noch diesen Raum haben in unserer Seele, der nie verschmutzt wurde. Ich sage es offen so. Viele habe ich erlebt, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, doch habe ich erzählt, von Missbrauch und von anderen. Und als die Leute dann verstanden haben, so langsam verstanden haben, dass die Täter, die Vergewaltiger und die Missbrauch gemacht haben und was auch immer, falsche Autoritäten, dass die dieses Heiligtum, so wie in Jerusalem, dieses Heiligtum, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hinein, das kann niemand zerstören. Kann niemand zerstören. Deine Seele kann man nicht zerstören. Außer du bist einverstanden. Deine Seele ist das Heiligtum Gottes, in dem der dreifaltige Gott selber Wohnung nimmt, in das er hineintritt und du lässt ihn hineintreten in dein Heiligtum. Wisst ihr, die Kinder haben ihn erkannt und Jesus haben die Kinder und auch die Mütter, die Kinder gebracht haben, haben sie den Vater erkannt. Sie haben zwar Jesus gesagt, aber sie haben gesehen, wie väterlich Jesus war, wie er die Kinder geherzt hat, wie er mit ihnen gespielt hat. Und dann war er nicht mehr müde, Jesus. Oh, lass die Kinder, geht weg, Jesus ist müde. Nein, lass sie zu mir kommen. Es war eine Freude für Jesus. Jesus war in seinem Herzen auch noch ein Kind. Kann ich das vorstellen? Wir denken, oh, der große Gott, natürlich. Aber auch ein Kind. Ein Vater. Man hat in Jesus auch diese Väterlichkeit gesehen, diese Liebe. Ja? Die Kleinen haben ihn erkannt. Und dann lesen wir in Johannes 7, 45, da hatten die Hohenpriester Gerichtsdiener geschickt, um Jesus festzunehmen. Ja? Und dann kamen die zurück und verrichteten Dinge und dann wird gefragt, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Die Gerichtsdiener antworteten, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Never a man spoke like this man. Noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie Jesus. Oder denkt daran, wie im Ölberg, als Jesus gebetet haben, dann kommen die, ihn festzunehmen. Und dann fragt Jesus, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, ich bin es. Und als er gesagt hat, ich bin es, haben alle im Geist geruht.
Den Berg Tabor, als sie die Herrlichkeit Jesu, Petrus, Jakobus, Johannes. Steh dir. Also, noch nie hat so jemand gesprochen, diese Macht Jesu. Und er braucht niemanden etwas zu beweisen. Mit seinem Hauch hätte er, wie in der Offenbarung steht, hätte er jeden töten können. Jeden. Aber Jesus verzichtet auf Gewalt. Jesus ist Abbild des Vaters und der Vater ist in ihm und er ist im Vater und der Heilige Geist. Er ist ihnen, er ist die Liebe in ihnen. Und die Jünger kommen vom Missionseinsatz zurück und sie sagen, wow, wir haben Kranke geheilt, wir sind Geist ausgetrieben. Jesus, es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert auch bei euch. Habt ihr es gemerkt? Die Tage jetzt, es hat funktioniert. Aber ich sage nicht, es funktioniert. Ich weiß, dass Gott gut ist und dass er... Und ich habe auch zu Jesus gesagt, also diese Tage, du musst das tun, ich kann nichts. Ich habe es klar so Jesus gesagt, du musst das tun, ich kann nichts. Genau. Und er tut das. Und dann sagt Jesus, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel... Genau, verzeichnet sind. Darüber freut euch, dass der Vater euch kennt. Darüber freut euch. Das ist unsere Freude. Nicht, was wir alles jetzt aufgezählt haben, was wir so Schönes erlebt und gewirkt haben. Nein, dass der Vater euch kennt. Jetzt werde ich mit etwas schließen, glaube ich, was sehr, sehr wichtig ist und was für einige hier eine Revolution bedeutet. Wirklich eine Revolution. Also, dann kommt eine Änderung, aber eine Änderung zum Positiven hin. Okay, ist das schon Gewissheit, dass der Vater mich kennt? Wie begegne ich dem Vater im Himmel? Und dann, wer ist freiwillig? Wer ist bereit? Na, dann komm her, Junge. Also brauchst nicht in Kamera, stell dich einfach dahin. Ja. Genau. So, okay, dann frage ich dich, sag jetzt keinen Namen, aber bist du gut? Nein. Okay, warum bist du nicht gut? Weil ich von mir selbst nichts kann. Ja, also du kannst nichts von dir. Ich kann nicht von mir selbst nicht gut sein. Ja. Es kommt von Gott. Wer hat gesagt, dass du nicht gut bist? Aha. Wer hat gesagt, dass du nicht gut bist? Deine, ja, die Filme. Das ist die Lebenserfahrung. Man merkt, dass man ohne Gott nichts Gutes vollbringen kann. Das ist alles. Okay. Also, mir ist mehr oder weniger ein Gefäß. Würdest du auch sagen, ich bin nicht gut genug? Also, wenn Gott sagt, ich bin gut genug, dann bin ich gut genug. Okay, was meinst du, was Gott sagt? Ich bin gut genug. Bravo. Bravo. Genau. Ja. Wer sind wir, dass wir sagen, ich bin nicht gut? Gott wird nie sagen, du bist nicht gut. Er wird es überhaupt nicht denken. Gott wird es nicht denken. Er wird es nicht denken. Ja? Es gibt nur einen Guten. Ja. Ja, guter Meister, das ist der reiche Mann. Wie kann ich das ewige Leben erlangen? Und dann sagt Jesus, warum nennst du mich gut? Es gibt nur einen Guten. Ja? Natürlich gibt es nur einen Guten, aber von wessen Kinder sind wir? Von dem Guten. Wir sind Kinder von dem Guten. Habt ihr das gewusst? Ja, wir sind Kinder von dem Guten. Also, red dich nicht selber schlecht, mach dich nicht selber runter. Und sag nicht, ich bin nicht gut, ich bin nicht gut genug. Es ist eine Beleidigung Gottes. Eigentlich eine Beleidigung Gottes. Weil Gott hat dich gut erschaffen. Ja? Natürlich haben wir die Fähigkeit, auch Gott den Rücken zu kehren, zu rebellieren. Aber hör mit dem Zeug auf, zu sagen, ich bin nicht gut, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht lieb, ich bin nicht liebenswert und so fort. Versteht ihr? Also, lass diese Lügen, das sind auch Lebenslügen und sind im Grunde genommen eine Beleidigung Gottes. Denn du bist als Abbild Gottes erschaffen. Und Gott, er liebt dich als sein Abbild. Und gut ist gut genug. Aber ich sage euch jetzt etwas.
Kommen wir ins Paradies, jetzt wird wieder spannend. Ja? Da gab es diese beiden Bäume, Baum des Lebens, ja, und Baum der Kenntnis von Gut und Böse, ja. Und dann hat Gott gesagt, ja, ihr Lieben, Adam und Eva, Paradies, ihr seid die Gärtner, gehört euch alles. Ihr dürft von allem essen. Nur ein Baum, lasst den in Ruhe, diesen Baum von der Erkenntnis Gut und Böse. Lasst mich entscheiden, was gut und böse ist. Seht ihr, jetzt sind wir auf dem Punkt. Und die Schlange kommt, oh, und öffnet die Augen der Eva. Oh, hat Gott wirklich gesagt? Und dann sagt die Frau, ja, wir dürfen von allen Bäumen essen, aber nicht berühren. Sie sagt sogar berühren, sie fügt etwas hinzu. Und wer etwas dem Wort Gottes hinzufügt, der ist der Kleinste im Himmelreich. Oh, oh, okay. Und dann sieht sie, oh, would be nice to have, wäre schön, diese Frucht zu essen. Aber ich habe ein gutes Herz. Ich gebe auch meinem lieben Adam davon. Ich will nicht allein das genießen. Ich sage jetzt mal überspitzt ein bisschen lustig. Ja, und so essen beide, ihre Augen öffneten sich und sie erkannten, dass sie nackt waren. Das geht da nicht um Nacktheit der Kleider, es geht um die Nacktheit, ohne Schutz zu haben. Sie haben sich aus dem Schutz Gottes hinaus bewegt, sind nicht mehr unter dem Schutz Gottes. Könnt ihr jetzt noch mehr darüber erzählen, aber darum geht es. Und ihre Augen öffneten sich. Und dann später im Emmaus-Evangelium, da öffneten sich wieder die Augen. Da haben sie wieder die Kleider bekommen. Da haben sie, der Baum des Lebens war im Paradies, war dann, die Tür war verschlossen, ihr werdet nicht ewig leben, nicht ewig in Sünde leben können, das geht überhaupt nicht. Deswegen kam der Tod in die Welt durch den Neid des Teufels. Im Buch der Sprichwörter oder Weisheit steht, durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt. Dann im Emmaus-Evangelium, Jesus sprach den Lobpreis, Dank, brach das Brot, gab es ihnen und ihre Augen öffneten sich und sie erkannten Jesus. Jetzt haben sie vom Lebensbaum wieder bekommen. Jesus ist dieser Lebensbaum, die Frucht vom Lebensbaum, die Frucht vom Kreuz, das ist der Lebensbaum. Ja? Und ihre Augen öffneten sich. Ja, oh, ich finde das so wunderbar. Und dann sehen sie Jesus nicht mehr. Und dann habe ich die Kinder gefragt, Emmaus Evangelium, habe ich sie gesagt, also hört mal, also dann haben sie Jesus erkannt und dann, oh, Jesus ist da, wunderbar, wir haben gespürt, unsere Herzen haben schon gebrannt, aber jetzt haben die Gewissheit, Jesus ist da, dann sehen sie nicht mehr. Wo ist Jesus? Und dann kam für mich der Hammer als Antwort von den Kindern. Die haben mich geschaut, ungläubig angeschaut, als ob ich das nicht wüsste. Die haben gesagt, ja, er ist in ihnen. Sie haben ihn gegessen. Die haben die Kommunion verstanden. Die haben in der Tiefe verstanden, was Heilige Kommunion ist, mit ihren Worten. Das hat mich umgehauen. Die Kinder haben mich belehrt. Versteht ihr? Also ich wusste auch, dass das Jesus dann, aber wusste dann, ja, aber so wie sie es gesagt haben, das war für mich so, oh, das ist so wie gestern, wer hat am meisten gelitten beim verlorenen Sohn, ja? Könnt ihr euch erinnern, wie das gestern war, ja? Okay. Oh Herr, wir danken dir, wir loben und preisen dich und bitten dich, dass du die Augen unserer Herzen öffnest, damit wir mehr und mehr entdecken, wer Gott der Vater ist, aber auch wer wir in seinen Augen, wer wir in seinem Herzen sind. Und Herr, lass jeden, der diese Vorträge hört, auch spüren, dass du ihn nicht verurteilst und dass du voll Liebe wartest, dass wir dir die Herzen öffnen, damit du in das Heiligtum unsere Seele einziehen kannst und uns wahres Leben schenken kannst. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.